Guten Morgen, Herr Bachinger. Recht herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Zeitzeugeninterview. Sie werden ja in dem Jahr 80 Jahre alt. Ja, am 29. August. Ah ja. Und wo sind Sie da geboren? In Rosenheim? Nein, zufällig nicht. Meine Mutter war auf Reisen. Ah ja. Und ich bin also in Westfalen geboren. Aber nur zufällig auf der Durchreise, oder? Ja, zwei oder drei Tage später war ich schon wieder in Rosenheim. Gut, also sind Sie schon ein echter Ur-Rosenheimer, kann man schon sagen. Ja, meine Mutter ist eine geborene Rosenheimerin. Ja. Aha. Ja, mei. Und vielleicht, Sie haben mir schon ein bisschen was erzählt von Ihren Eltern und Ihren Großeltern. Und das ist ja ganz interessant, wie sozusagen da früher im 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, sich das so vom Land in die Stadt verschoben hat. Ja, wie die allgemeine Entwicklung halt ja. war. Und meine Mutter ist, wie ich sage, eine geborene Rosenheimerin. Ja. Deren Mutter ist auch hier aufgewachsen. Aha. Ist eigentlich in Gstaad am Chiemsee, ja. Aha. Und später in der Nähe von Aschau als Dirn beschäftigt gewesen. Aha. Früher war das so, auf dem Hof waren 7 Kinder oder 8 Kinder. Ja, ja. Und einer hat den Hof gekriegt und die anderen sind Dirn oder Knecht geworden. Ja, ja. Und die Mutter war in der Nähe von Aschau Dirn. Ihre Mutter hat dann noch einmal geheiratet. Ja. Und der Stiefvater hat es dann zwangsweise, sie war noch nicht volljährig, aus dem Dienstverhältnis rausgeholt. Da war sie sehr gut. Aha. Und wollte auch dort bleiben. Wollte nie in die Stadt, aber der Stiefvater hat es mit Gewalt nach Rosenheim geholt zum Bäcker Kürmeier, heute Bergmeister, ja. Und ist dort in dem Haus in Dienst gekommen. Aha. Das Geld für die Arbeit hat dann der Stiefvater kassiert. Ja, damals haben die einfachen Leute ja fast keine Rechte gehabt, ja. Und die Mädel oder jungen Frauen erst recht überhaupt nicht. Gell? Nicht. Die haben wie Sklaven rumgeschoben worden. Ja, ja, ja. Und haben gearbeitet und haben nichts gehabt davon. Aha. Und da in dieser Bäckerei hat sie einen Mo kennengelernt. Aha. War der Bäcker oder was war der? Nein, der war Müller. Ah, ja. Der ist auf der Wanderschaft in Rosenheim hängen geblieben, an der Kunstmühle Rosenheim. Ah ja, das ist ja gar nicht weit von hier. Das ist ein paar hundert Meter weg, ja, ja. Hier, die Kunstmühle. Und und da haben die geheiratet. Und da haben dann 3 Kinder da gewesen, 2 Buben und ein Mann. Und eine davon war ihre Mutter? Ja. Und das war ja damals sozusagen auch wieder ein Vorteil, wenn man in der Stadt ist, dann kann man frei heiraten, aber wenn man dann auf dem Bauernhof ist, war das nicht so einfach. Nein, die haben ja nicht heiraten dürfen. Ja, ja. Die haben ja eine Genehmigung gebraucht. Ja. Und insofern war es auch damals in Rosenheim so, dass man sagen konnte, Stadtluft macht frei. Ja. Ein bisschen wenigstens. Ja, also wenn ich überlege, was meine Großmutter, also... Ja. Besagte Großmutter, was wir die geschuft haben und wie hart denen das angekommen hat. Ja, ja. Der Mo war in der Mühle, ja, ja. Der Müller, und sie hat hier in einem Sägewerk gearbeitet. Ach, ist dann von dem Kiermeier weg, von der Bäckerei und in eine Sägerei als Hilfskraft. Ja. Aha, aha. Ja, das ist natürlich eine harte Arbeit und viel verdient wird man auch nicht haben. Nein, da war es nicht viel verdient worden. Aha. Und naja, also dann kam, weil da gab es natürlich die 20er, 30er Jahre. Ja. Und die Familie, das war, ja, wie das halt so war damals. Der Vater, also der Müller, ja. Der war erzkatholisch. Aha. Ja. Der älteste Sohn ist Kommunist geworden und der zweite Sohn war Nazi. Ja, das ist, passt ja gut zusammen. Und ihr Mutter und dann, Mutter, das war die Tochter? War eigentlich, ja, die war so, zwischen den, die war zwischen den Stühlen. Und das war, in der Familie war das natürlich, da kam natürlich öfters einmal die Polizei ins Haus, ja. Für den Kommunisten, den haben sie gesucht.
Der ist dann auch nach Dachau gekommen, irgendwann haben sie ihn halt erwischt. Aha. Und der Nazi, also ich muss aber sagen, es war kein fanatischer Nazi, aber er war deshalb Nazi, weil die ihm ermöglicht haben, ein Studium. Ah, ja, ja. Und ja, ja, der ist dann im Flugzeugbau gewesen. Aha. Der hat die Flugzeuge kontrolliert. Aha. Und was ist aus dem kommunistischen Onkel geworden? Der Kommunist, naja, da gab es einen Hitler-Stalin-Pakt. Ja, ja. Und beim Hitler-Stalin-Pakt haben ja die Kommunisten alle freilassen worden. Ach so, das habe ich jetzt gemacht. Und da haben dann die Leute wieder ja, verschiedene einfach nach Moskau gegangen. Und der Onkel auch? Der Onkel war dafür auch vorgesehen. Ja. Aber das ist irgendwie anders gekommen. Auf alle Fälle haben sie den in irgendein so ein Bataillon nach Frankreich geschickt, aha, in Krieg. Aha. Und da ist er in Gefangenschaft gekommen. Ja. Und soweit ich das mitgekriegt habe, mehr oder weniger freiwillig. Ja, ja. Aber da sieht man, wie die große Weltgeschichte halt in Rosenheim selber auch ganz konkret geworden ist, gell? Ja, ja, freilich. Ich meine, der war dann nach dem Krieg, der war in der Spruchkammer. Aha. Der hat dann endlos Akten von all den Nazis bei sich gehabt. Ja, 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 ja. Spruchkammer, ich glaube, so Spruchkammer-Vorsitzender ist er sogar, ja, gewesen. Und Sie haben einmal erzählt, Ihr Großvater ist schon vor dem Krieg dann gestorben und der war gar nicht für die Nazis. Ja, der Großvater, der ist wirklich mit erhobener Hand in der Straße gestanden beim Führergeburtstag oder was da war und hat laut geschrien, Hitler verrecke. Oh, das wird ihm nicht gut getan haben. Und ja, die Nachbarn haben gesagt, zu seiner Frau, haben gesagt, Frau Bahinger, das darf er nicht mehr sagen, sonst kommt er noch da. Ja, ja. Und da, er ist dann gestorben. Ja, ja. Also das war... Und Ihre Mutter, die ist ja, haben Sie mal erzählt, 1911 geboren. Die war also so in der Hitlerzeit schon erwachsen. Die hat dann irgendwann einmal geheiratet. Meine Mutter hat geheiratet. Und dann kommen wir ja langsam hier zur Korbflechterei. Naja, die hat geheiratet 34. Aha. Ja, und ich bin 35 auf weggekommen. Ich sag, war ein willkommener Anlass. Ja. Und naja, also an sich. Naja, und ich habe halt. Und sie hat, wenn wir da schnell noch einmal bleiben, Ihr Vater, wo ist der hergekommen und was hat mein der gelernt? Mein Vater war auf der Wanderschaft, das ist ein Oberfranke, aha, in der Nähe von Bamberg. Ja. Und der war Flechter und hat eine Masterprüfung gehabt. Aha. Und in Rosenheim gab es eine Korbflechterei, Lausch, aha, in der Innstrasse war, ja, das. Und die hatten, da war ein Sohn da, der sollte auch Lerner, Korbflechter lernen. Ja. Aber das war nicht möglich, weil der Inhaber hat keine Meisterprüfung gehabt. Ach so, ja. Jetzt haben sie meinen Vater eingestellt als Meister. Als Meister halt, weil der braucht ja einen Meister. Ein Meister, damit der Sohn Lerner hat können. Ja, ja, klar. Aber der Sohn hat das zwar gelernt, aber der hat nie Interesse gehabt, das weiterzuführen. Ja, ja. Und lang nach dem Krieg ist dann die Witwe, also die Frau Lausch, auf uns zugekommen und hat gesagt, ob wir den Betrieb nicht übernehmen wollen. Aha. Da war ein Gesell da, ja, oder sogar zwei Gesellen waren da. Mhm. Und dann haben wir das übernommen. Und die Werkstatt war ja da hinten in der Adelseiter Straße. Genau. Da ist ja gegenüber vom Hofbräu, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt noch dort steht, aber da war ja lang drin gestanden von, ja, Flechter, an der Wand der große, ja, Inschrift über Flechtwerkstatt dort, genau, oder was. Das Gebäude, glaube ich, gehört nur heute nur an Auerbrei, ich bin mir, aha, nicht ganz sicher. Ja. Aber naja, da haben wir dann gearbeitet, einige Jahre. Und naja, die ganze Nachbarschaft, Hofbräu Rosel und. das war irgendwie, hat man die Leute alle kennt. Ja, ja, freilich. Aber jetzt gehen wir noch mal an Anfang zurück. Jetzt haben wir von den Großeltern und Eltern erzählt. Jetzt, wenn Sie uns ein bisschen was erzählen über Ihre Jugendzeit. Sie sind also 1935 geboren. Wo haben Sie denn da gewohnt und wie ist denn das so als Kind gewesen? Ja, ich habe hier in der Gegend gewohnt, ja, in der Enzensberger Straße. Ja.
Ja. Da haben sie irgendwie mal erzählt, da war ein kleines Milchgeschäft. Meine Mutter hat einen Milchladen gehabt. Ja. So eine Art Tantema-Laden. Ja, aha. Und da haben sie im gleichen Haus gewohnt, oder? Ja. Ah ja. Ja. Wie der Meister Eder über der Werkstatt. Genau, so ähnlich. Ja, war. Und was haben sie als Kind gemacht? Ich meine, da war die Mutter war im Geschäft, so, der Vater war in der Körperflechterei oder dann später im Krieg. Ich habe das eigentlich nicht mehr so sehr mitgekriegt die ersten Jahre, aber wie der Vater eingezogen worden ist, das habe ich hautnah erlebt. Ah, da habe ich noch eine sehr gute Erinnerung dran. Wann war das dann? Der ist gleich ziemlich am Anfang, 39, eingezogen. Weil da waren Sie ja erst 4-5 Jahre alt dann. Ja. Aha. Aber das habe ich mitgekriegt. Aha. Und der ist dann halt auch, kann ich mich erinnern, selten, aber ab und zu auf Urlaub gekommen aus dem Krieg. War von Anfang an Russlandfeldzug. Ach du liebe Zeit. Und und mir daheim. Die Mutter war also ziemlich beschäftigt, muss man sagen. Ja, ja. Da war es so, das war der einzige Laden weit und breit. Aha. Und da ist in der Früh der Sherwitt Molkerei gekommen und hat 10 Kannen, 5 Gitterkannen hergestellt. Ja, ja. Und da haben die Leute schon angestanden um 7 und Milli. Hat man da Marken gebraucht oder war das erst später? Da war es Marken, gehabt. Da haben wir dann, wir Kinder, dazu helfen müssen, Markenpappen, die haben aufgepappt worden auf ein Zeitungspapier und dann damit hat man die abgeben müssen, hat es die Stelle gegeben, wo das eingesammelt hat, da hat man auch wieder Bezugsscheine gekriegt. Ach du liebe für unsere Lieferanten sozusagen. Aber wenn Ihre Mutter keine Zeit gehabt hat, was haben Sie dann einen Tag über gemacht? Ja, normal. Kindergarten wird es nicht geben. Kindergarten hat es keinen gegeben. Ja. Mein Gott, was haben wir da? Wir waren eigentlich, wenn wir nicht irgendwo dazu fahren müssen, waren wir frei. Wir haben hier. Draußen bis zum Mangfallspulen und bis zum Bahnhof oder wie? Ja, wir haben bis Orsinger Wisp, bis zur Kaltnummi gekommen. Aha. Und haben überall im Wald und überall waren wir unterwegs. Lager gebaut und alles mögliche. Und dann in der Kriegszeit. Naja, es kam, ist natürlich auch so gewesen, wir haben Gott sei Dank einen großen Garten gehabt. Aha. Und das hat bedeutet, wir Kinder haben Gartenarbeit helfen müssen. War der Garten so bei diesen Mietshäusern nach hinten raus? Da waren große Gärten. Ja. Aber das Entscheidende war, der Großvater, der Müller, die haben in der Mühle Gärten gehabt. Alle Mitarbeiter haben praktisch einen großen Garten gehabt. Das war fantastisch. Ja. Ja. Und den Garten haben sie der Oma lassen. Der Großvater war ja schon gestorben. Ja, der ist gestorben. Und die haben Gott sei Dank dann behalten dürfen. Und Oma hat den Garten noch eine Weile behalten dürfen. Im Krieg haben wir den noch gehabt. Nach da haben sie viel selber ernten können, also großteils Selbstversorger und Milch. Und das war halt, da haben wir dann mitgeholfen. Ja, ja, freilich. Unkraut, Schädling, klar. Raupenweg sammeln. Gießen. Man kann natürlich auch ernten. Man hat dann Kartoffeln das war natürlich. Karotten und sonst was. Ja, klar, wir haben Gelbwürm rausgezogen, haben reingebissen. Ja. Und wir haben also vom Garten gelebt, weitgehend. Frische Erbsenschoten und so, das ist super. Dadurch waren wir relativ gut versorgt, gell? Ja, das ist uns da gut gegangen. Ja. Es hat natürlich Arbeit gemacht, das muss ich schon sagen. Heute darf man sagen, das ist Kinderarbeit. Das war eigentlich nicht erlaubt gewissermaßen, aber damals haben wir das mit Freuden gemacht, weil wir gewusst haben, was rauskommt dabei. Mitten im Krieg in die Schule gekommen? Wahrscheinlich nach 6 Jahren, oder? 41 oder 42? Ich bin eigentlich mit 5 Jahren in die Schule gekommen. Was, mit 5 schon? Ja. Aha. Ja. Also seit 40 schon, zum Kriegsanfang. August ist so ein Datum gewesen. Man hat ein Jahr früher oder später gehen können. Haben Sie noch? Der Einschulungszeitpunkt, der war ziemlich genau da gelegen, wo mein Geburtstag war. Ach so, war da schon Schulanfang im Herbst? Und weil ganz früher war ja Schulanfang zu Ostern. Nein. Aber bei Erna war schon Schulanfang im September praktisch. Ja. Aha, aha. Und wo sind Sie da in die Schule gegangen?
In der Knabenschule Königstraße. Ah ja, wo heute der Karl Scheuer drin ist. Ja. Ja. Das ist aber ganz schön Stückel von da aus. Hat es da den Steg schon gegeben? Da hat es einen Steg gegeben. Den, also den sogenannten Kleppersteg, der jetzt seit ein paar Jahren stillgelegt ist. Ja. Ja, der war aber dann nach dem Krieg, im Krieg ist der bombardiert worden. Ja, ja, klar. Dann war das kaputt, dann musste ich über den Brückenberg gehen. Ah ja. Da war es ein Stückel weiter noch. Ja, ja. Aber wie lange sind Sie da gegangen ungefähr? Also in die Schule? Ich bin in die Schule gegangen. Ich bin nur 8 Jahre in die Schule gegangen. Nein, ich meine jetzt einfach vom Gehen her. Von da aus ist ja ganz schön, ist eine gute halbe Stunde unterwegs, oder? Halbe Stunde. Aha, aha, aha. Wobei ich ziemlich sportlich war. Ich konnte damals schon zuvor im Grunde aber durchlaufen. Aha. Ich habe ganz warm laufen können. Mit Schulranzen? Mit Schulranzen. Respekt. Das war, gut. Naja, das war natürlich irgendwann, wie die Bomber gekommen sind oder Alarm, ja. Fliegeralarm war, dann ja, hat man geschaut, dass man schnell heimkommt. Ja, ja, klar. Und, aber das war dann sogar so, dass dann für mich auch zwischendrin in einem Privathaus ja. ein wo ich rein habe können. Achso, wenn jetzt gerade ein Angriff droht, ja, dass man dann... Also das heißt, die haben von der Schule aus haben die gewusst, wo der Weg Bayern, ist. Der kann da bei denen, ja, ja, ist schon klar. Bei denen rein, ja, ja, ja. Ins Haus rein. Ja. Im Krieg muss er ganz schön zugangen sein bei Ihnen, weil Sie sind ja direkt neben dem Bahnhof. Was haben Sie da miterlebt? Naja, Bombenangriffe halt. Aha. Also das ist... Ist Ihr Haus Gott sei Dank verschont blieben? Ja, schon. Aber direkt. Also es ist 50 Meter vorher und 50 Meter hinterher ist eine Bombe rein. Und da wackelt das Haus, das ist wie ein Erdbeben. Ja, ja, klar. Da fällt der Putz runter. Ja, ja, klar. Also das ist schon immer sehr lustig. Ja, als Bub hat man es wahrscheinlich nicht so ernst genommen. Nein, also ich bin, eigentlich wollte ich hinaus und wollte schauen, wie die runterfallen. Ja, ja. Aber habe ich auch ab und zu geschafft. Ja. Dass ich ausbüchst bin. Aber die Mama schon. Aber wenn ich erwischt war, Finanz. Es war natürlich. Ja, ja. Ja. Aber es war dann auch so einmal, das war dann üblich, dass man gesagt hat: Ja, wir bleiben da nicht, weil da schon viele Häuser bombardiert waren. Und so. Und dann haben die Leute nicht in der Stadt geblieben, sondern raus irgendwo. Ja, ja. In schöne Aussicht auf den Wald. Ja, ja, oder bei uns hier. Da um in den Wald, Richtung Eisinger Wiese, in der Eisinger Wiese, an Mangfall auch, ja, ja, klar. Und so. Und da habe ich dann schon mal, haben wir da am Waldrand gegangen, und dann kommen doch tatsächlich ein Schwungbomber daher. Ganz Bomber tief, oder Tiefflieger? Bomber. Oh. Ganz tief haben die geflogen, aha. Also wirklich. Und ich bin da auf den Buckel gegangen, habe so nah aufgeschaut, dann sind die so über mich drüber geflogen. Liebe also ich habe tatsächlich in dem Flieger die Nierten gesehen. So weit waren die herunter. Ja, und ein Kind schaut da, ja, sieht freilich, gut. Freilich. Und dann, die Bomberlücken, die waren schon offen. Aha. Und dann sind die Bomben rausgekommen. Ach, du liebe Zeit. Die kommen waagrecht raus, die haben ja innen auf einen Schlitten drin. Aha. Und dann rollen sie die nach hinten weg. Und dann fällt die raus, eine nach der anderen. Ach, so. Du liebe Zeit. Die fallen da waagrecht raus. Und die fliegen dann am Anfang nur waagrecht mit dem Flieger, weil die ja das Tempo mitnehmen. Ja, ja. Und dann fliegen sie in einen Baum runter und werden alle lauter, pfeifen dann. Ach, so. Ja, aber da haben sie wahrscheinlich nicht mehr gelacht dann. Nein, mir hat das überhaupt nichts ausgemacht, okay. Weil ich habe ja gewusst, meine Mutter hat ja geschrien und gesagt, dreh dich um. Dann habe ich gesagt, das ist ja wurscht. Und dann habe ich von hinten oder vorne erschossen, wie er es bleibt. Nein, das war, ich habe ja gewusst, wir, das wird erwischt uns nur dann, wenn die schon weit vorher ausgeübt sind. Ja, ja, klar. Also wenn du ober dir einen Flieger siehst, der Bomben rausschmeißt, da fällt dir gar nichts. Liebe Zeit, das möchte man nicht erleben. Wenn sich dann so ans Kriegsende erinnern, oder sagen wir im Krieg selber, was war besonders schlimm, was ist einem besonders im Gedächtnis geblieben? Mein schlimm oder Gedächtnis und so, mein, wie soll ich sagen, nein, wir als Kinder, wir haben gespielt, wir waren fröhlich, wir haben unseren Spaß gehabt. Ja. Aber ich würde im Nachhinein sagen, es war eine allgemeine Anspannung da. Ja, ja, klar. Und
Ja, gerade halt auch dadurch, dass die ganzen Männer im Krieg waren oder fast alle. Ja, naja, ich bin ja jeden Tag am Bahnhof vorbei, über den Bahnsteig. Und an der Bahn sind ja die Züge, nach, die Nachschubzüge, die Züge mit den Soldaten und mit militärischem Gerät durch. Also Züge mit Panzer drauf und Flugzeugteile und so, das habe ich alles erlebt. Aha. Und auch Soldaten dann. Aha. Ein Zug mit Soldaten, ganze Kompanien oder was. Und die haben dann da am Bahnhof ausgestiegen und da ist ein Gulaschkipp gestanden. Und die haben dann da Wasser drüber, haben sie gewaschen. Da waren auf dem Bahnsteig waren Wasserbecken und so weiter und so fort. Und unter anderem haben dann einmal Khaki-Uniformen da gewesen, also die von Afrika-Feldzug. Vom Afrika-Feldzug. So, so, das war eine völlig andere Uniform, andere Welt, das hat man kennt. Und ich als Bub bin halt da unter denen am Bahnhof umeinander, das hat mich interessiert. Und dann kann ich mich noch sehr gut erinnern, diese Soldaten da, diese aus Afrika, die haben ganz offen darüber geredet, wie lange der Krieg noch dauert. Und die haben sich nur darum gestritten, wie lange es noch dauert. Aber das die waren, Verlieren war eh klar. Die haben gewusst, der Krieg ist verloren. Ja, ja. Und das dauert nicht mehr allzu lange, haben sie gemeint. Ja, ja. Und also das heißt, diese Spannung, die da war, ich kann mich auch mal erinnern, dass irgendein höheres Tier Wehrmacht mit sehr viel dekoriert ist mit dem Radl bei unserem Haus vorbeigefahren und zufällig haben da gerade Nachrichten gewesen. Ja. Und da ist der stehen geblieben und hat die Nachrichten angehört. Und dann hat er da zugehört und dann habe ich ihn gefragt, was er davon hält von den Nachrichten. Ja. Und dann hat er gesagt zu mir, ich kann es nicht mehr wortwörtlich sagen, aber im Sinn nach, mein Bub sei bloß vorsichtig. Ja, freilich. Das war sein Tipp. Haben schon viele gewusst, dass es nicht so läuft. Ja, klar. Und, wenn wir jetzt einmal einen Schritt weitergehen ans Kriegsende, wir haben es das erlebt, dass sind ja die Amerikaner eingerückt. In der Nacht, am nächsten Tag in der Früh wach geworden sind, ist bei uns in der Straße eine ganze Kolonie amerikanischer Autos gestanden. Aha. Autos oder, alles oder Panzer oder was? Aus Panzer waren Chor dabei, kann ich mich nicht erinnern. Das waren LKWs und Chips und so Zeug. Und die haben auf der Straße haben's eine Feier gemacht, weil es war da frisch und haben irgendwas warm gemacht. Und klar. Und ja, Und das muss ja dann so im April, Mai 1945 gewesen sein. Ja. Hat man da eigentlich irgendwas gemerkt von Übergriffen von den Amerikanern? Bei den Russen war es ja ganz schlimm, also egal, also mit Übergriffen oder mit im Umgang mit Frauen, aber bei den Amerikanern Übergriffe war das da. Ist mir nichts bekannt. Ja. Die sind zwar in alle Häuser, in jede Wohnung und in jeden Zimmer rein, auch bei uns. Ja. Haben halt geschaut, wo ein ob irgendwie jemand versteckt ist oder Waffen sind oder was. Ja, oder? Noch Waffen und so. Und was auch verdächtig war, wenn man irgendwo an der Wand ein Hitlerbüttel runter hat. Gar. Das hat man gesehen, da war ein Büttelkind. Ja. Von der Oma natürlich. Das Büttel. Nein, bei uns ist kein Sobkind worden. Ja, bei uns, also ehrlich gesagt, bei uns ist ein ganzer Krieg kein Hitlerbüttelkind. Weil die ganze Family dann dagegen war. Naja, da war keiner, der außer der eine, der Onkel, aber der war nicht da, der war im Krieg. Ja. Und wir haben da keine Hitlerbüttel gehabt. Ja. Also ich glaub, kann mich nicht erinnern, dass wir eins besessen haben. Aha. Und dann war ja während dem Krieg, war ja ihr Vater weg. Und wo dann der Krieg aus war, dann war ja für sie ziemlich auch die Schulzeit bald aus. Ja. Und jetzt kommen wir ein bisschen näher auf das Flechterhandwerk. Wie ist das bei Ihnen gegangen? Wie lange waren Sie in der Schule und was haben Sie danach gemacht? Die Geschichte ist so, eigentlich war bei meinen Eltern, also Mutter wollte nicht, dass ich Flechter werde. Aha. Und
der hat gesagt, nein, das geht nicht. Lern was Gescheites. Ja, ich habe dann Kaufmann gelernt. Ach so. Aha. Habe eine Prüfung. Aha. Und habe später dann auch wieder in unserem Einzelhandelsgeschäft Laden, ja, Lehrling gehabt habe, durfte ich die ausbilden. Aber das ist das ja hat, sicher nicht schlecht, wenn man als Handwerker eine kaufmännische Ausbildung hat, erst einmal. Ja, klar. Ja. Und ich mache heute noch meine Bilanz. Aha, aha, aha. Und die Prüfer, die da waren vom Finanzamt, ein paar erlebt man ja in seinem ja, Leben. Ja, freilich. Die haben alle gesagt, die Letzte, die da war, gesagt, ja, wieso wissen Sie so viel? Aber das traut man dem Korbflechter nicht zu, gell? Aber ich habe dann trotzdem Korbflechter gemacht, weil ich eigentlich, ich glaube, war immer ein bisschen Einzelgänger. Mhm. Ich wollte nie irgendwo in einem Betrieb drin sein, wo mir einer was anschafft. Ja, ja, klar. Und aber ich, während dem Krieg war doch Ihr Vater, so wenn ich es richtig verstanden habe vorher, war der Meister beim Lausch. Und nein, da hat es den Lausch weitergegeben, oder wie war nicht das dann? Nicht im Krieg, sondern vor dem Krieg. Ja, vor dem Krieg. Dann war er gar nicht mehr als Korbpflichter. Ja, im Krieg war... Ja, ist ja klar. Aber den Lausch hat es weitergegeben. Den hat es weitergegeben. Ach so, ja. Aha. Und wo haben Lausch, Sie dann gelernt? Die Lausch hat aufgehört, wie wir das übernommen haben, ich weiß nicht mehr, wann das war. Ja. Das war irgendwo in die 50er Jahre. Vielleicht 57. Ja. Aber wo Ihr Vater aus dem Krieg zurückgekommen ist, hat er dann beim Lausch wieder angefangen? Nein, der war selbstständig. Der hat sich selbstständig gemacht. So, selber dann der hat, eigene Firma. Mein Vater hat sich 1935, wie ich geboren worden ist, hat er sich selbstständig gemacht. Ach so, aha. Aber hat das praktisch kaum mehr ausgeübt. Hat er es ja kaum mehr machen können, weil er gleich im Krieg war. Weil der war nur 3 Jahre oder 4 Jahre selbstständig. Aha. Und er war im Krieg. Und nach dem Krieg hat er da weitergemacht. Wo waren das dann? War die Werkstatt schon da jetzt in der Gegend? Oder wo war da die Werkstatt von ihm? Die Werkstatt war tatsächlich hier auf dem Grundstück. Aha. Und zwar war da bloß Baracken gestanden. Ah ja. So eine kleine Holzbaracken. Aha. Und da hat er seine Flechterwerkstatt gehabt. Und da hat er gearbeitet. Und wie sind Sie dann zum Flechten gekommen? Ihre Mutter haben gesagt, wollte es nicht so? Naja, gut, ich habe meinen Kaufmann gemacht, Prüfung und so. Ja. Und dann haben wir gesagt, meine Mutter hat sogar eine Stelle gehabt für mich. Ja. Hätte ich anfangen können. Und ich wollte das nicht. Aha. Ich habe gesagt, nein, also nur Büro oder irgendwie so ich schaue oder als Vertreter irgendwo rum. Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich wollte handwerklich was machen und war mir eigentlich, hätte auch andere Ideen gehabt, aber der Vorteil vom Flechten ist zunächst einmal, man braucht kein Kapital. Ja, man braucht keine großen Maschinen oder was? Sie können einen Korb, einen Sessel, einen Stuhl machen mit einer Schere, einem Messer, einem Säge und das lang. Ach so. Nichts. Also ich brauche keine Steckdosen, gar nichts. Ja. Und haben Sie dann die Lehre bei Ihrem Vater gemacht? Die habe ich dann bei meinem Vater. Weil der war ja Meister. Die habe ich dann bei meinem Vater gemacht, klar, richtig. Und habe dann einmal irgendwann die Meisterprüfung gemacht in... Also Gesellenprüfung habe ich noch damals in München machen können, aber dann Meisterprüfung in Lichtenfels. Weil da eine Flechterschule ist. Ja, da konnte man, das war der einzige Platz, wo man noch die Meisterprüfung machen konnte. Ich habe die eigentlich relativ lang nicht gemacht, weil der Vater, ich musste sehr bald im Betrieb praktisch führen, weil... Ja. Der hat einen schweren Unfall gehabt, der ist von einem Laster überfahren worden und konnte eigentlich vieles nicht mehr. Ja, das ist ja klar, wenn man da nicht... Und er hat noch mitgearbeitet, aber er war einfach nicht mehr... Ja, also, sie waren nötig. Er war lädiert. Ja, ja, klar. Und ich habe im Grunde genommen hier alles geschmissen. Mhm. Und haben Sie dann da die Werkstatt gehabt eben und später haben Sie irgendwo auch ein Geschäft gehabt? Also die Werkstatt hier mit diesem Schuppen, ja, das war natürlich zu wenig. Und wir haben ja dann Lausch übernommen und da war Werkstatt da. Und das war die da in der Adelsreiterstraße. Und das haben wir dann dort ein paar Jahre gemacht mit den Gesellen. Dann war es so, ist die Miete erhöht worden. Also meines Erachtens
unverschämt, ja. Also verdoppelt oder verdreifacht. Ja, dann habe ich gesagt, fällt mir gar nicht ein. Dann haben wir hier auf dem Grund hier, der uns dann schockiert hat, Zufall, also und dann haben wir hier in dem kleinen Ding gearbeitet. Und haben es das allmählich vergrößert, oder? Zu dritt, wir haben, ich habe mit Dachlatten und Plastikplanen haben wir im Freien gehabt. Ach du liebe Zeit. Ja, also, und wir haben auch keinen Strom gehabt. Also das war sehr primitiv. Ja, ja. Und haben das dann aber so nach und nach ein bisschen da einen Schuppen draufgebaut und so. Also das war sehr... Und was haben Sie da hauptsächlich produziert mit dem? Naja, zunächst einmal waren das alles Gebrauchskörper. Ja. Und... also Gebrauchskörb so aller Art. Ein Waschkorb, wie jetzt da hinten steht, oder? Waschkorb, klar, Papierkorb, Reisekorb. Wir haben einige Reisekörbe gemacht für Auswanderer. Ach so, das sind so wie die großen Koffer. Ja, also die großen Reisekörbe. Da hat es ja zu der Zeit, am Anfang hat es ja kaum was gegeben, was sich die Leute leisten haben können. Und ich kann mich viel erinnern, wo wir Reisekörbe gemacht haben für Auswanderer, die nach Amerika ausgewandert sind. Und aus was für Material haben Sie das Weiden. Gemacht? Wir haben nur Weiden verarbeitet. Die haben wir selber geholt. Wir haben die am Inn an der Mangfall geschnitten, meistens am Inn. Haben Sie die auch irgendwie anpflanzt oder sind die dann normal die gewachsen, haben, einfach ruhig? Die haben, es hat am Inn eine einzige Plantage gegeben, oder wo es abpflanzt war, das war bei Oberaudorf. Ah ja. Aber die haben wir auch nicht geschnitten, oder ich weiß das gar nicht mehr so genau. Aber die Innauen, diese ganze Landschaft am Inn gewissermaßen, war im Endeffekt, kann man sagen, extensiv genutzt. Ja. Da war ja damals der Inn noch nicht kanalisiert, ich weiß auch noch, als Punkt, der Inn dass die ganzen Altwasser gegeben hat und die kleinen Seen. Es gab einen Deich, es gab einen Damm, aber es gab viel mehr Altwasser. Ja, ja, genau. Und es gab, also diese Au war etwas breiter wie jetzt, hat sehr viel mehr Fläche eingenommen. Aha. Und da sind viel Weiden gewachsen. Da sind viel Weiden gewachsen, ursprünglich auch deshalb, weil das Flussbauamt, das Wasserwirtschaftsamt, die haben Faschinen geschnitten. Ja, ja, klar. Zum und Befestigen von den Dämmen. Die Faschinen, das ist ingenieurbiologischer Wasserbau, hat man da praktisch gemacht. Und da hat das Wasserwirtschaftsamt Unmengen, waggonweise haben die Faschinen geschnitten. Aha. Die haben verschifft worden auf Tabletten und dann irgendwo aufgewonnen und mit der Bahn verschickt worden irgendwo hin. Und da war das bei uns so ertragreich sozusagen das, mit den Weiden. Da haben die an innen entlang, haben die Dutzende von Waggon, was der Geier wie viel, haben die verschickt. Da ist das bisschen, was sie geschnitten haben, gar nicht aufgefallen. Nein, das ist so. Wenn die Weiden geschnitten sind, dann treibt die Weiden ja wieder vom Stock aus. Aha. Und das erste Jahr, wo die wieder austreiben, das sind Flechtweiden. Ach so, und danach. Und das war dann so, wir haben mit dem Flussmeister Thaler damals. Ja, Flussmeister Thaler. Der Gründer vom Ingifax-Museum, gell? Genau, der hat damals schon ewig gesammelt. Ja, ja. Der hat ewig gesagt, eure Weidenmesser, dann kriegen wir eins vielleicht, das brauche ich für mein Museum. Aber der hat Weidenschneidberechtigungen, wie hat das geheißen? Der hat extra... Irgendeine Genehmigung braucht man Genehmigung, in also ein Zettel, da ist drauf gestanden, Firma Bachinger ist berechtigt, von Kilometer sowieso bis Kilometer sowieso Weiden zu schneiden. Und das ist immer besprochen worden. Ja. Dann hat der Thaler gesagt, pass auf, von Kilometer so bis Kilometer so, da schneidet sie Weiden. Das haben wir ein Jahr gemacht oder zwei. Und dann hat er gesagt, jetzt lass sie stehen, da brauchen wir mal Faschinen. Faschinen, die sie ausgewachsen haben. Wenn die Faschinen weg haben, dann haben wir wieder Weiden. Das heißt, wir haben unser ganz Weiden Areal, wo wir geschnitten haben, war von Rosenheim bis Kiefersfeld. Waren Sie da die Einzigen oder hat es da viele Konkurrenten gegeben, die auch Weiden schneiden wollten? Nein, wir waren da offiziell die Einzigen, aber es hat viel Schwarz gegeben. Ja, gut, klar. Und es sind uns auch Weiden, wir haben die nicht sofort wegfahren können, wir haben die dann irgendwo deponiert. Wir haben gebündelt und gelegt. Gebündelt und haben es dann später versucht, gut zu verstecken, weil uns die gestohlen worden sind. Ja, klar.
Und wenn wir jetzt da, wenn die Weiden geschnitten sind, wie geht das dann, oder wie ist das damals weitergegangen? Naja, die haben dann sortiert worden. Nach Länge und gebündelt und dann ins Wasser gestellt. Gestellt oder gelegt? Ins Wasser gestellt, also so mit 20, dem Fuß und was unten abgeschnitten 20, 30 cm hoch im Wasser stehe, dann treiben die aus, grüne Wurzeln. Haben wir da Bottiche gehabt oder waren wir die? Wir haben hier große betonierte Becken gehabt. Ah ja. Und da haben wir die reingestellt. Ja. Dann treiben die aus, grüne Wurzeln und dann kann man sie schälen. Erst Wurzeln treiben und dann kann man die Rinde abschälen. Die kriegen Wurzeln und dann und Bäumkatzel und Badel. Und dann gibt es einen Zeitpunkt, wo sie die Rinden leicht löst. Und das muss man wissen. Das ist die Zeit, wo man die Pfeiferl klopfen kann. Ah. Und da hat man geschält. Ich hab dann vier Wochen lang haben wir jeden Tag Weiden geschält. Und wie geht das technisch? Also hat man ein Messer, oder? Und stülzt der Lenk nach auf? Nein, das ist ein Glemme, da zieht man es durch. Die Weiden wird praktisch rausgezogen. Die wird links und rechts eingezwickt. Ja. Ist zwischen einer Stahlklemme drin. Ja, ja. Und da zieht man es durch. Und durch den Pressdruck der Glemmen geht die Rinden auf. Platzt die Rinde auf. Und fällt von selben runter. Da kann ich sozusagen den Weidenstock direkt rausziehen. Ja, die Rinden fällt direkt gut runter. Läuft, das glitscht und fällt von der Lohr runter. Und Weidenschälmaschinen, die haben technisch genauso. Das ist eine Trommel mit Klemmen drauf, die sich dreht. Macht man das heutzutage auch noch, oder? Wahrscheinlich. Technisch gesehen wird das heute noch genauso gemacht. Aber damals haben sie das praktisch selber gemacht mit diesen Klemmen. Mit der Hand. Mit der Hand. Ja. Und dann haben wir es jetzt also geschält und was wird dann damit gemacht? Ja, trocknen. Ach, dann werden sie wieder getrocknet? Naja, die werden dann getrocknet, ganz dürr, dass sie schön dürr trocken sind. Und dann werden sie eingelagert. Sind sie so elastisch? Zum Flechten muss man es auch wieder einwacken. Ach je. Aber zum Lagern müssen es möglichst trocken sein. Ach so, und dann lagert man es irgendwo in der Werkstatt irgendwo oder in einem Lagerplatz? In einem Speicher zum Beispiel. In einem Speicher, das trocken ist? Ja, das ist, wo es luftig ist. Und wie lange lagert es dann da? Die kann man jahrelang aufheben. Ah ja. Aha. Wir haben halt die Weiden, die wir ein Jahr verarbeitet haben, die haben wir selben geerntet. Im gleichen Jahr? Ja. Dann, oder? So ungefähr halt. Wir haben halt, man kann sagen, wir haben 2 Monate im Jahr haben wir gearbeitet fürs Material. Ach so, wo man ernten schneiden, und schälen muss. Ja. Schneiden und schälen. Sortieren, schälen und so weiter. Das ist über den Sommer gewesen wahrscheinlich dann. Nein, das ist Schneiden und so. Das, man kann schneiden in der Saftruhe nur. Aha. Also im Januar, ach Dezember, so. Januar, wenn kein Laubtruhe ist. Da schneiden wir es. Da schneidet man. Das habe ich wieder was gehört. Wir haben da durchaus im Schnee umeinander gerumpelt und haben Weiden geschnitten. Ja. Und dann, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn es umgeht, dass wärmer wird und alles zum Treiben aufhört, dann müssen die Weiden schon im Wasser stehen. Und dann werden es praktisch sortiert eben und geschält und gelagert. Ja. Und wie geht es dann weiter? Jetzt möchte ich einen Korb machen. Was muss ich dann machen? Naja, einwacken. Das heißt auf Deutsch? Dass elastisch werden. Ja, was macht man da? Ist der Bottich wieder? Oder, ja, da haben wir oder hat ein man, Becken oder da was? Da hat man ein großes Becken, wo man es reinlegen kann. Da legt man es rein und wie lange legt man es da rein oder was? Ja, das kommt drauf an. Ein weiß gescheite Weiden, höchstens 2, je nachdem wie fein die ist. Aha. Eine dünne geht schneller als eine dicke. Ja. Also das ist so 1, 2, 3 Stunden, je nachdem. Ah so, dann muss recht flott weiterverarbeitet werden. Macht einen Unterschied. Es gibt unterschiedliche Weidensorten, die unterschiedlich lang waren. Härtere Sorten, weichere Sorten. Aha. Dann spielt eine Rolle die Wasserhärte und die Wassertemperatur. Ach so, und das muss man alles wissen und dann entsprechend das Eiweiß. Bestimmt dann, wie lang die im Wasser sind. Ja, ist schon klar. Und das war aber eigentlich dann in der ersten Zeit, so nach dem Krieg, hat der Vater auch schon angefangen, hat schon gearbeitet. Da haben wir praktisch, mit den Weiden, die wir gemacht haben, geerntet haben, haben wir was produziert, ohne Bezugsschein haben wir
Rohmaterial gehabt. Ah ja, das ist natürlich toll, freilich. Und man konnte was damit machen. Ja, ja, klar. Das heißt also, wir haben Körb gemacht, wir haben Korbstühle gemacht. Oder da muss ich noch ein bisschen näher fragen, weil das weiß man ja heutzutage nicht. Wenn ich jetzt einen Korb mache, wie geben das der Reihe nach, wenn man so einen Korb macht zum Beispiel? Na, zuerst wird der Boden gemacht und dann werden im Boden die Steher reingesteckt, links und rechts reingesteckt, also, werden oben aufgebogen, dann stehen senkrechte da. Stehen und, die senkrecht da, die Steher, ja, und dann nur sie da durchflechten. Und dann wird das ausgeflochten. Ah ja. Und dann kommt. Und wir machen oben einen Abschluss dann, weil die Steher wieder rein, oder? Die werden wieder reingeflochten. Aha. Also das sind verschiedene Techniken, also ja, Kimmern, Fitzen, Zurschlag und so weiter. Was heißt das jetzt? Das sind so Bezeichnungen für die einzelnen Arbeitsschritte. Was heißt das jetzt? Erzählen Sie mal was von den Arbeitsschritten. Ich kenne die Wörter gar nicht. Naja, Kimm ist im Grunde genommen ein Gewinde mit drei Weiden gleichzeitig. Das ist so vertragen. Ja, ja. Und der ja. Fitzen mit zwei Weiden. Es ist, und man Kim muss sich das wie Zopfflechten vorstellen, oder? Ja, ja, es gibt auch Geflechte, die im Grunde genommen ein Zopf sind. Ja. Die gibt es auch. Ja. Das ist wieder was anderes. Aber Schicht. Ja, Schicht ist halt, ein Weiden ist ja unten dick und oben dünn. Wird immer allmählich dünner. Und jetzt, wenn man eine Schicht macht, dann haben alle Enden in einer Höhe. Aha. Ja, das heißt, alle dicken Enden sind unten, ja, alle dünnen sind oben. Ja, ja. Das nennt man dann Schicht, wenn man so arbeitet. Aber man kann auch Gang machen. Und das führt jetzt zu zwei Flechtarten, ja, halt, ja, man, gut. Je nachdem, was man macht, nutzen kann. Ja. Also da, klar, es gibt für verschiedene Zwecke und je nachdem, was man halt erreichen will oder machen will, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Klar. Jetzt noch, wenn dann der Korb fertig ist oder der Stuhl oder da hinten, die haben ja unterschiedliche Farben am Schluss. Ist das von vornherein, von der Natur her, dass ich halt eine helle oder eine dunkle Weiden nehme oder werden die gefärbt? Färben kann man natürlich auch. Ja. Das ist ja Holz und jetzt Holz kann man beizen. Aber was macht man? Was hat man früher gemacht? Sagen wir so? Nein, also Farben sind eigentlich natürlich gewesen. Aha. Man kann, wir haben jetzt eigentlich von geschälter Weiden gehört. Ja, ja, klar. Normal geschälte Weide, die im Saft geschält wird, ist weiß. Ah ja. Aha. Man kann aber auch schälen, wenn man sie kocht. Wenn man Weide kocht, richtig kocht, dann kann man sie auch schälen. Und zwar schon in dem Moment, im Dezember, wenn man die Weiden schneidet. Wenn es geschnitten ist, kann man es gleich, kann man sie sofort kochen und schälen. Solange sie noch lebend ist praktisch, kann man sie kochen und schälen. Ja. Und bei dem Kochvorgang setzt sich ein Rindenfarbstoff ins Holz ab. Und die werden dann rötlich-braun. Unterschiedliche Abstufungen, Braunabstufungen. Und so kommen unterschiedliche Farben dann ganz natürlich. Und dann gibt es noch Weiden mit Rinde, die nicht geschält ist. Ja, ja. Und Weiden mit Rinde können gelb bis gelb, grün, braun, ja, wie es halt in der Natur schwarz. Also es gibt in Mitteleuropa etwa 400 Weidensorten. Was? Und die Rindenfarben sind sehr unterschiedlich. Ach. Also es gibt gelbe Weiden, braune Weiden, schwarze, lila Weiden, alles Mögliche. Aha. Und damit kommen natürlich farbige Sachen machen. Das sind ganz verschiedene Materialien praktisch in dem Korb drin. Sie haben hier frisch geschälte weiße Weiden, dann gesottene Weiden hier oben, der Zuschlag. Dann haben wir hier herin französische Weiden, Weidensorten da und da. Und dann hier Amerikaner. Ja. Gut, das war ja damals, haben sie alles aus der Gegend gehabt, die Weide. Gell? Mhm. Jetzt gibt es ja auch so Geflechte aus, wie ein Stuhlsitz ist, der nicht aus dem runden Weiden ist, aus dem runden Stangerl, wenn ich das laienhaft sage, sondern die irgendwie gespalten oder geschnitten sind. Ja, Sie sehen hier einen Stuhl. Ja. Der ist mit Weiden gespaltene Weide. Ja, und wir machen das. Das heißt, die wird mit einem Spalter, das ist ein Holzkeil, mit dem spaltet man die Weiden. Weil das ist ja bloß ganz dünn, das ist ja nicht einmal ein Zentimeter, die Weiden.
die ist unten, einjährige Weiden kann einen Zentimeter haben unten. Ja. Und das ist gespalten und dann Covid. Und das kann man so fein spalten mit... Das kann man spalten. Ohne Maschinen, sondern mit, das macht mit der man Hand. Mit das, der ist Hand ein, das ist eine Hand, das steht da hinten. Das ist ein Weidenschienenmesser. Da gibt es, das ist halt ein spezielles Werkzeug. Ja, ja. Das führt als zweit da einzusteigen. Aber das ist ja hochinteressant. Und wie lange ist das so gegangen, dass Sie das von der eigenen Weidenernte haben flechten können? Es gibt schon, im 19. Jahrhundert an Importmaterialien verarbeitet worden. Und wenn Sie diese bekannten Tonnetstuhl mit diesem Wiener Geflecht und so, das ist Rattan. Aha. Und das Rattan ist ja schon importiert worden, die Spanier haben das importiert. Und dann hat man gesagt, das ist ein Spanisch-Rohr, weil es die Spanier importiert haben. Aber es ist ein Rattan aus Indonesien. Zum Beispiel. Und das Rattan ist ein Holz, ist eine Palmenart eigentlich, lässt sich sehr gut spalten und ist vom Aufbau, vom Holzaufbau her, ein Röhrenaufbau, ein hygroskopischer Aufbau. Ach so, eher wie in Bambusrichtung schon fast, oder? Wenn das ein Rohr ist. Ja, in der Bambus ist er groß, der ist hohl. Und das Rattan ist ja voll. Ach so. Aber in der Mikrostruktur haben das feine Röhrchen. Und das lässt sich sehr gut spalten und auch gut verarbeiten. Ja, ja. Und Stuhlsitz und so Sachen, und aber auch Möbel, Rattanmöbel und so. Aha. Das ist, Aber Sie haben ja in der ersten Zeit nach dem Krieg, haben Sie ja bloß praktisch das Material aus der Gegend verarbeitet. Und wie ist das dann weitergegangen? Haben Sie dann später mehr Import oder aus Teilen von Deutschland was gezogen? Das ist so, es ist sehr schnell nach dem Krieg ein Rattanmöbel in Mode gekommen. Ja. Und Rattan ist importiert worden. Da gibt es Importeure, Großhändler. Aber das haben Sie auch verarbeitet dann? Das haben wir dann in großen Mengen verarbeitet. Und es gab dann Zeiten, wo wir eigentlich fast keine Weiden mehr verarbeitet haben, sondern bloß nur Rattan. Wie viele Leute waren es da ungefähr? So in die 50er Jahre muss das ja dann gewesen sein. In die 50er Jahre haben wir zwei Gesellen gehabt. Ja, und später habe ich dann Lehrling gehabt. Aha. Und wir haben dann einmal, es gab mal Zeit, da waren wir, ich weiß gar nicht mehr wie viel, an die 10 Leute. In der Spitze waren es doch an die 10 Leute. Ja, hat die Firma 10 Leute gehabt. Ja. Mit denen, die im Geschäft waren oder mit der Werkstatt? Mit denen im Geschäft. Ja. Sie haben ja dann auch irgendwann, da kann ich mich noch erinnern, ein Geschäft in der Münchner Straße gehabt. Ja. Das war ja ein bisschen schwierig wahrscheinlich, weil da war ja die Werkstatt nicht direkt dort, die war ja hier. Ja, ja. Nein, die Münchner Straße, das war. Ursprünglich, wie gesagt, waren wir ja in der Adelsreiterstraße. Ja, klar. Mit Werkstatt und Laden. Genau, und das dann haben sie gesagt, da ist die Miete erhöht worden, darum sind sie da raus. Da bin ich raus und dann habe ich hier bloß eine Werkstatt gehabt. Ja, genau. Und dann gab es aber in der Münchner Straße die Bäckerei Miele. Ja. Das weiß heute keiner mehr. Und der hat aufgehört. Ja, ja. Und da hat sich ergeben, dass wir da in den Laden rein haben können. Das ist dann neben dem, wo jetzt, glaube ich, Dolomiti Eiscafé ist. Und Dolomiti Eiscafé ist gegenüber. Aha, aha. Da war daneben war das Milchgeschäft Angler. Aha. Und auf der anderen Seite war das Möbelgeschäft vom Konsum. Aha, und lauter Sachen, die. Ich komme mich an Pfnür in der Gegend erinnern. Ja, der Pfnür schräg gegenüber. Der war schräg gegenüber. Dann war das, wo und Sie der waren. Pfnür, ja. Wir waren gegenüber vom Pfnür. Und im Miele-Haus, das gehört, glaube ich, heute noch Mieles. Aha. Und die Familie Miele war bekannt. Ja, ja, freilich. Der Sparkassendirektor Miele und die Frau Dr. Miele war ja Dr. Direktorin Miele. Von Gymnasium. Genau. Ja, das war. Und dann gab es einen Miele noch, der was war der? Musik hat der gegeben am
Am Gymnasium so, irgendwo. Aha, aha. Also Familie Miele. Und der Dinge hat das Haus gehört, wo sie da. Ja, das war eine Bäckerei, aber der Bäcker, der eigentlich Bäcker hätte werden sollen, der ist in Gröpplim. Ah ja. Aha, naja. Das ist da, wo dann jetzt die Buchhandlung war, oder? Nein, neben der Buchhandlung. Ah ja, aber auf der Seite da. Ich weiß nicht, was ist jetzt da drin? Irgendwas so ein im Zweifel ein Handygeschäft. In ja, also nein, aber sie wurscht. Waren doch dann auch auf der anderen Seite. Naja, aber wir waren dann im Pfnürladen. Genau, an das kann ich mich erinnern. Also ich weiß, der Pfnür, das ist ja so, der war Lebensmittelladen, der war ja bekannt, die haben auch Kaffee geröstet. Genau. Und aber dann ist ja der Juhatz gebaut worden. Genau. Und da ist ja direkt am Eck über die Straße. Da. Und das war praktisch direkt daneben, jetzt haben die kein Geschäft mehr gemacht. Und da ist Pfnür ist rapid bergab gegangen, haben sie nicht mehr halten können. Pfnür ist dann gestorben. Aha. Das weiß ich heute noch. Das ist Neujahr gewesen. Aha. Genau am Neujahrstag ist die Frau, hat plötzlich, wir waren ja schräg gegenüber, im Liebehaus haben wir gewesen, hat die Frau Pfnür laut geschrien und geheult und gesagt, mein Mann ist gestorben. Ja. Neujahrstag. Und das muss dann in die 50er Jahre gewesen sein. Und dann haben wir da, und die Pfnür hat dann lang so dahin, und das war dann irgendwann einmal, ist das klar gewesen, dass ich bei Miele nicht drin bleiben kann. Und dass sie dann drüber. Ich kann mich selber als Bub an den Pfnür sehr gut erinnern, weil das war noch so ein Bilderbuch. Lebensmittelgeschäft, da hat man Kaffeerösterei gerochen, da haben die mit dem Schäffel aus dem großen Sack einen Reis oder das Mehl raus. Und naja, das war nur typisch heute. Und das Schönste war ja, man hat anschreiben lassen können. Naja, und gut, und da sind sie dann ins Geschäft rein, aber die Werkstatt war dann da nicht mehr dort, oder? Die waren da heraus. Und im Geschäft haben sie dann wahrscheinlich zunehmend auch Handelsware kommt. Ja klar, es war dann irgendwann so, dass die Werkstatt sich nicht mehr gelohnt hat. Ja. Ich habe das letzte Jahr Werkstatt habe ich 80.000 Mark Verlust gemacht mit der Werkstatt. Das war dann in die 60er Jahre oder was? Ja. Oder 70er schon? Ja, 60er. Das ist sehr schnell gegangen, das hat sich sehr schnell nicht mehr gelohnt. Aha. Ich habe dann die Leute ausgestellt, habe ein paar Arbeitsgerichtsprozesse gehabt, weil die Leute gemeint haben, ich kann es nicht ausstellen. Aha. Aber wenn kein Geschäft mehr geht, kann man ja nichts machen. War äußerst harte Zeit, also das ist auf der Kippe gestanden. Also ich habe schon überlegt, das könnte jetzt passieren, dass ich pleite mache. Ja, ja. Harte Zeit. Weil halt die ganze Gebrauchskorbbahn, die sind praktisch nicht mehr herstellbar gewesen bei uns. Es ist losgegangen eigentlich ziemlich bald in die 60er, 70er Jahre, ist schon sehr viel Import reingekommen. Ja, klar. Es hat ja damals noch keine EU gegeben. Ja, ja. Und die deutsche Gesetzgebung mit Zölle und so weiter. Es gab Importbeschränkungen, also es gab Zölle, aber Flechtwaren haben sehr bald zollfrei geworden. Das hat natürlich einen Todesstoß gegeben. Und es hat auch noch Mengenbeschränkungen zeitweise gegeben. Aha. Aber das ist alles, hat sich sehr schnell aufgelöst. Ja, und wahrscheinlich hat halt auch viel dazu beigetragen, dass man halt den klassischen Korb in vielen Sachen gar nicht mehr gehabt hat, sondern irgendwelche Plastikwaren und so. Gell? Ja, das ist nicht mehr gebraucht worden. Ein Bäcker hat keinen Korb mehr gebraucht, der Metzger nicht mehr, der Schreiner nicht, Plastik. Keiner. Alles Plastik. Es hat eine Zeit gegeben, da hat die Aschaffenburg Zellstoff, die haben für ihre Abfälle große Körbe gehabt. Ja, ja. 80 hoch, 80 durch, ist ein Riesenkerb. Ja, ja. Oder der Eicher oben, Eicherindustrie, Holz, die haben Abfallkörb gebraucht. Ja, ja, und da haben zwei Leute, ein Vierteljahr gearbeitet, nur für solche Firmen. Ja, für die großen Kunden. Ja. Und das ist alles. Und ich meine, es gibt ja die Flechtkunst heute noch und heute muss man wirklich sagen, hat sich wahrscheinlich mehr in Richtung Flechtkunst entwickelt. Wir schauen das heute aus, also wenn Sie so an die letzten 20 Jahre denken, was machen Sie also da noch oder was machen auch Kollegen von Ihnen? Flechtkunst,
grundsätzlich, da kommt keiner leben davon. Ja. Weder ein Deutscher noch ein Japaner oder ein Amerikaner. Aha. Das ist so. Aha. Und Kunst, also ich habe irgendwann angefangen, freigestaltete Sachen zu machen, ja, mit denen ich keiner was anfangen hat. Aber ich muss dazu sagen, ich habe trotzdem wenig, aber in einigen Fällen von Künstlern und von Leuten, die ein bisschen Geschmack haben, gesagt, mach weiter, das ist gut, was du machst. Mhm. Aber ich habe, das war natürlich lächerlich, ja, was da geldmäßig reingekommen ist. Und die Familie, die haben gesagt, jetzt machst du schon wieder was, was man nicht brauchen kann. Die Frau Meier wartet schon auf ihre Bestellung. Ja. Aber das war, naja, also ich war da schon ein ganz bisschen Pionier auf dem Sektor. Da gab es dann auch mal den Deutschen Korbpreis. Ich habe da mit teilgenommen. Aha. Und habe da sowas eingeliefert, ja, sowas Freigestaltetes. Aha. Und dann habe ich Jahre später erfahren, da haben sie sich, die Jury hat sich außerplanmäßig 5-mal getroffen wegen mir. Okay. Ja, weil da haben war. Haben sie sich nicht einigen können? Da haben sie sich nicht einigen können. Da war, aha, einer dabei, der hat gesagt, der hat einen ersten Preis verdient. Aha. Und der ist übrigens später zu mir gekommen und hat, ja, bei mir was arbeiten lassen. Der hat gesagt, normal erzählt man sowas nicht, aber das ist jetzt so lang vergangen. Und das war ein furchtbarer Streit in der Jury. Aha. Und der hat gemeint, ich hätte den ersten Preis verdient. Ja. Sie haben sich dann darauf geeinigt. Sie haben nachträglich einen Sonderpreis installiert, der nicht ausgeschrieben war. Gut, das ist der Bachinger Hauptpreis. Und da hat es dann geheißen, für innovative und ja, Gestaltung und so, ja, ja, haben sie sich irgendeinen Titel, ja, einfallen lassen. Was natürlich war, ich weiß nicht mehr, wer das war, der den Preis, irgendein Staatssekretär, naja, oder was, Handydruck und so, ja, aber das Geld haben andere kassiert. Aber was jeder Rosenheimer von Ihnen kennt, das ist das, was Sie zur Landesgartenschau gemacht haben. Erzählen Sie ein bisschen was, wie Sie dazu gekommen sind und wie Sie das gemacht haben. Tja, mein Gott. Grundsätzlich muss ich sagen, mich hat immer alles Mögliche interessiert. Weil das ist ja ein großer Bau, das ist ja nicht was Kleines. Mich hat immer sehr viel interessiert. Unter, ja, anderem auch, hat mich immer sehr viel Architektur interessiert, ja, wie was gebaut ist, wie die Statik ist, aha, und so weiter und so fort. Das hat mich interessiert. Ja. Ich habe sogar als junger Kerl in der Volkshochschule hier technisch zeichnen belegt, aha, und Statik und so, aha, Sachen habe ich mir angehört. Und konnte eigentlich auch immer bei Häusern sagen, wie die statisch funktionieren, aha, oder Brücken und so. Und wie ist jetzt da zu dem, und ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, Bauwerk? Und da gab es dann einmal ein Workshop. Ja. Und zwar hat die IKEA-Stiftung an der FH in Coburg, aha, ein paar hunderttausend Mark gestiftet, aha, für Zukunftsentwicklungen. Aha. Und da waren Vorträge, Symposien und so weiter, ja, ja, und so fort. Und da war, ist unter anderem behandelt worden Flächentragwerke. Aha. Von der, da ist von Stuttgart, von der Uni in Stuttgart, da waren diese Entwicklungen, Frei Otto, aha, diese Geschichten. Ja, ja. Das ist dort behandelt worden. Ich war da, ich habe mir das Ganze angehört, ich hab heute noch die Dokumentation dieser Veranstaltung. Die ich, ja, aber wie ist jetzt ist der Zusammenhang, naja, mit dem, ja, ja, mit das mit der Landes-, ja, das ist ein Flächentragwerk, aha, was ich damals gehört habe, was man in Stuttgart, ah, ja, und bearbeitet haben Sie das dann hat hier bei der Landesgartenschau das erste Mal sowas gemacht oder haben Sie vorher schon mal sowas gemacht irgendwo? Ich habe da schon Experimente gekannt. Aber noch nicht so gemacht selber? Nein, es gab dann eine Weile vorher an der FH in Coburg, ich hatte dann Verbindung zur FH Coburg, aha, und habe dort einmal, haben wir mal
Ja, mit Studenten. Ich habe dort Professoren kennt. Ja. Und mit Studenten haben wir Workshops gemacht. Aha. Und habe mit denen Modelle gebaut und so weiter. Ja. Und haben auch Projekte gemacht. Aha. Und ja, und dann gab es an der FH in Coburg mit Bambusstreifen, mit Bambus diese Geschichte. Ja. Mit Flächentragwerken. Aha. Und wie ist dann zur Landesgartenschau gekommen? Haben Sie da den Vorschlag gemacht, dass man das bauen könnte? Ich habe den Vorschlag gemacht. Aha. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie das gegangen ist. Ich habe halt zu Bekannte und zu verschiedenen Leuten gesagt, ich hätte eine Idee. Ja, gut. Und habe ein Modell gebaut. Aha. 1 zu 10, aha, ein Modell auf einem Bredel drauf, ja, klar, mit der Kuppelform, ja, ja, und so, und habe das verschiedene Leute vorgestellt, unter anderem natürlich damals dem Initiatoren dieses Fördervereins, Landesgartenschau. Und das, die haben dann das befürwortet, dass das kommt. Da waren dann ein paar so Treffen. Aha. beim Sepp Hamburger, dem Künstler in der Sternstraße, haben wir uns ein paar Mal getroffen mit verschiedenen Leuten. Und dann haben die gesagt, ja, das finden wir gut, wir setzen uns dafür ein. Ja. Und haben Sie das dann allein gebaut oder haben da mehrere Leute zusammengeholfen beim Bauen? Beim Bauen, bei der Ausführung selbst, es gab ja dann diese Werbegeschichte auf dem Maxosisplatz, wo man so um Spenden gebeten hat und so weiter und so fort. Dann sind da Spenden gekommen und dann haben sie auch ein paar Dutzend Leute gemeldet, die gesagt haben, wir helfen. Als Helfer mit dabei, super, die real mitgearbeitet haben. Weil das ist ja, steht ja wunderbar da auch heute. Gell? Ja, das ist nur ein bisschen ein blöder Standort, weil es so unter die Bahn drin ist, da ist feucht, schattig, das vermoost. Ab und zu was richten, ja. Das vermoost. Aber ich sehe immer wieder Kinder, die da gern spielen. Das kehrt ab, das kehrt mit einem Hochdruck abgespritzt, dass das Moos weg ist. Gut. Aber das geht halt irgendwann einmal kaputt. Ja. Und jetzt, heuer wären es 80, aber die Werkstatt ist voll in Betrieb. Vorhin waren Leute da, die was wollten. Im Moment machen es hauptsächlich, wenn ich das richtig sehe, Reparaturarbeiten an wertvollen alten Möbeln und sowas. Ja, das Reparaturen haben wir eigentlich immer gemacht. Ja. Aber ich habe dann dort für so Stuhlgeflechtsachen habe ich ein paar Frauen immer wieder mal beschäftigt, die das gemacht haben. Ja. Aber was ich eigentlich weitgehend sehr viel gemacht habe, auch zwischendrin, das letzte Mal noch Weihnachten, habe ich noch architektonische Geschichte gehabt von einem Schreiner, mit dem ich vorher schon x zusammengearbeitet habe. Und ich habe viel mit Innenausbaufirmen, Schreinereien zusammengearbeitet. Und wenn die halt was gehabt haben, wieder haben so gerufen, du Hans, pass auf, ich habe eine Kundschaft, da brauchen wir ein Geflecht, kann man das machen und so weiter und so fort. Und habe da noch einmal eine Deckenkonstruktion gebaut. Und das machen Sie aber auch weiterhin? Nein, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt wollte ich Sie fragen, ja, aber können Sie sich vorstellen, dass Sie ein bisschen garteln draußen oder dass Sie Urlaub fahren? Garteln, nein, ich bin garteln, ja, da fällt der Platz auch und das war schon was. Ich meine, aber ich habe als Kind, als Jugendlicher so viel gartelt. Lang. Das habe auch keine Zeit mehr dafür und auch die Kraft geht einem auch langsam aus. Ja. Aber nee, ich bin hobbymäßig bin ich auf Wandern unterwegs. Ah ja, das ist aber schön. Ich habe einen guten Freund oder ein paar gute Freunde und Bekannte. Und ich bin ewig lang, jetzt kann man schon fast sagen, Jahrzehnte gehe, große Skitouren. Ah ja. Ich habe Skidurchquerungen gemacht. Machst du das jetzt auch noch? Nein. Also ich kann nicht mehr 8 oder 14 Tage durch die Dauphiné, mit 4000er und so steile Karre und so, das geht nicht mehr aussichtslos. Aber Ihre Werkstatt bleibt es wahrscheinlich erhalten, oder?
Die werden es nicht ganz aufgeben. Wissen Sie, solange die Anforderung da ist und man irgendwo gefragt ist, dann hält sich der Körper noch ein bisschen fit. Und das ist ja das, was wir Ihnen wünschen. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Ich habe viel gelernt über das Flechten und über die Zeit um den Krieg rum. Und ich bin sicher, dass das viele andere Leute auch interessiert. Ganz herzlichen Dank, Herr Bachinger. Ja, bitteschön.